Gott wird Mensch. Es ist das sichtbarste Zeichen göttlicher Barmherzigkeit. Das Jahr der Barmherzigkeit hat vor kurzem begonnen. In unserer Steiermark wurden 39 Pforten der Barmherzigkeit geöffnet. Sie laden ein, in die Kirche hineinzugehen, um Gott auf die Spur zu kommen. Genauso laden sie beim Hinausgehen ein, den Mitmenschen diese Barmherzigkeit Gottes zu zeigen. Besonders zu Weihnachten, dem Fest, wo Gott seine Beziehung, seine Nähe zu den Menschen, zu dieser Welt unverbrüchlich zeigt, werden wir von dieser Barmherzigkeit berührt. Vertrauen wir daher, dass Gott auch heute unser Verbündeter in dieser Welt ist. Denn Gott berührt diese Welt. Und es liegt an uns, dieses geschenkte Licht von Bethlehem, das Licht von Frieden und Versöhnung unter uns aufleuchten zu lassen. Papst Franziskus wünscht sich vor allem für das heilige Jahr der Barmherzigkeit, dass dort, wo Christen sind, Oasen der Barmherzigkeit auffindbar sind. Ich lade ein, ganz bewusst in unserem Alltag aus dem tiefen Brunnen des Evangeliums zu schöpfen und dort, wo wir leben, dort, wo wir arbeiten und wirken, Oasen der Mitmenschlichkeit und Barmherzigkeit keimen und wachsen zu lassen. So wünsche ich Ihnen, Ihrer Familie und Ihren Freunden gesegnete Weihnachten und ein gutes neues Jahr 2016.